Also maximal der Erschwernis von 19 hätte ich geschafft. Ja, sie ist nicht magisch. Okay, alles klar. Das ist schon mal gut. Ja, und dann würde ich mich halt ein bisschen mit ihr über, ich weiß nicht, Naturthemen unterhalten, während ich so neben ihr gehe. Ja, keine Ahnung. Oh, das sind aber interessante Fährten da vorne. Was meinst du, was die wohl ausgelöst hat? Und, oh, denkst du... Ja, also du, das hier, das ist eine Maraskanta-Rantel. Hier kann man erkennen, wie sie gegen einen Mungo gekämpft hat. Das ist allerdings... Der Mungo hat verloren, hier kann man die Blutspuren erkennen und die Maraskantarantel hat sie dann sicherlich in die Richtung gezerrt. Oh ja. Da sitzt sie gerade noch unter dem Sand, also da sollte man am besten nicht hingehen. Werdet ihr sicherlich versinken, vielleicht wird einen halben Schritt und dann steht ihr in ihrem Vorratsschrank. Das wäre ja wirklich nicht so gut. Aber ich bin auch ein bisschen größer als ein Mungo. Seht ihr da oben am Himmel? Ein Schwarzgeier. Die schmecken aber nicht besonders gut und sie sind, ich würde sagen, einfach zu jagen, aber... Aber wie er da so seine Bahn zieht, das ist schon prächtig. Habt ihr euch eigentlich mal vorgestellt, ihr könntet fliegen? Also die Freiheit wird sicherlich hervorragend sein, aber ich ziehe es dann doch vor, wie meine Familie zur See zu fahren, auch wenn Pericom zurzeit wenige Schiffe hat, aber nun ja, dafür habe ich euch. Ich sage es. Nur ungern, aber Fliegen ist extrem überbewertet. Ich habe das jetzt zweimal hinter mir und naja, danach muss sich der Magen immer etwas neu orientieren, wenn ihr versteht. Da sagt ihr was. Oh. Ja, und ich würde dann halt noch ein bisschen Smalltalk mit ihr machen und so weiter und so fort und gerne auch mal eine Menschenkenntnisprobe, um sie versuchen einzuschätzen. Ja. Ich werde den Rest des Tages nach Maraskantarandeln Ausschau halten. Riesige Viecher. Kann dir, also die sind wirklich gefährlich. Der Schwarzgeier und der Mungo, die sind halt für Schlangen gefährlich oder für anderes Kleintier. Aber so eine Maraskantarantel, das ist halt schon, die beißt dir auch die Hand ab. Gerade wenn sie das so erzählt und du blickst auf deine letzte verbliebene Hand, das wäre sehr schade, wenn du jetzt auch deine zweite Hand an eine Maraskantarantel verlierst. Dann wundere ich mich den ganzen Tag darüber, warum die Viecher im Sand so gut zurechtkommen, wenn es doch auf der gleichen Insel kaum welchen gibt. Ja, wohl reingeschleppt mit den ganzen Flüchtlingen, mit den ganzen Schiffen, die dann aus wahrscheinlich Tuzak oder so angelaufen sind, haben sich irgendwie zwischen den Bananen versteckt und eine wahre Flutwelle, die jetzt vor allem die Huronische Halbinsel überrennt. Jedenfalls wird abends Abel mir, ob er will oder nicht, wieder zur Fechtübung herangezogen. Möchte dir Amantias irgendwas in der Zwischenzeit machen, sich mit irgendwie unterhalten? Ja, also er ist relativ unsicher, was er von den Trollzackern halten soll. Geht dann zwischendurch noch auf Rafim zu. Rafim, bist du dir sicher, dass wir mit denen hier wirklich in die Stadt einmarschieren sollten? Das ist doch nicht das, was Helden tun würden. Na, wieso? Brandschatzen. Na, die werden ja nicht brandschatzen. Und da bist du dir sicher? Oh, die sind mir in den Kampf gegen den schwarzen Drachen gefolgt, glaub mir mal. Wenn ich denen sage links, dann laufen die schon mit nach links. Also, die nehmen diese ganze Königssache echt ernst. Weiß nicht, ob du ihn da hinten siehst, der neben dem Großen steht und noch einen Kopf größer. Siehst du den da hinten? Der mit dem habe ich mich Hexen? Ja, genau. Mit dem habe ich mich. Es war schon ein sehr, sehr schöner Kampf, muss ich ja zugeben. Ich bin auch fast gestorben. Aber mir hat mich gerettet mit irgendeinem magischen. Weiß nicht welches. Irgendein magischen Ding. Auf jeden Fall. Und seitdem bin ich der König hier. Ja. Und das nehmen die ernst, ja. Das ist eine gute Truppe. Und jetzt, wo ich gesagt habe, sie sollen auf Zulamin aufpassen, guck mal, wie die drei da in meinem Auge auf Zulamin haben. Die wollen ja nicht, dass der König böse wird. Ich bin mir auch zwischendurch mal ganz schön grantelig. Muss man ja mal zugeben. Nun, kampfstark sind sie wohl an, das kann man nicht abstreiten. War schon beeindruckend, wie sie im Tempel gegen die Gartengarde vorgegangen sind.
Ja, natürlich, natürlich. Ich meine, ich habe noch nicht Bären für alle besorgt, ja, das ist vielleicht dann der nächste Punkt. Aber meine Mira hier ist ja auch eher so ein großgewachsener Bär. Also die meisten Bären sind ja kleiner. Ja, der ist wirklich groß geworden, seitdem du mit ihm in der Perle warst oder seitdem ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Sieh, mein Junge, sieh, Mira, du bist so ein Mädchen. Ja, aber es ist doch ein ganz Bär. Großes Mädchen. Was? Mira ist ein Mädchen. Naja, obwohl Mira ist schon eher eine große Frau geworden. Schau dir das doch mal an. Schau dir mal das kräftige Gebiss an. Schwarze Zähne. Das ist das nochmal? Das sind Einsätze, die habe ich von Eisinger damals anfertigen lassen. Aber Mira, wie ist doch mal dieses Zeug da, für, aus dem wir auch die Schwerter gemacht haben? Endurium. Endurium ist das. So treffen wir dich hier nicht ein, Herr. Hier, nimm das! Ja, weg mit dir! So, schneller, gut. Fußarbeit! Schaut euch das mal an. Aber Mira ist ja immer noch sehr, sehr gut. Aber Jalan, also das mit der falschen Hand, das ist ja noch nicht so ansehnlich, ne? Hoffentlich wird das besser. Aber habt ihr nicht auch mal gefechtet? Oder was? Kämpft ihr immer nur noch mit eurer Armbrust? Na, ich, wenn ich kann, dann schieße ich auf Entfernung, aber ich kann mich schon erwehren, wenn jemand auf mich zukommt. Ja, womit kämpfst du denn jetzt? Ich spann mich doch nicht auf die Folter hier. Ja, ich brauche keine Waffe, aber wenn es mal eine sein muss, dann benutze ich einen Dolch. Sogar einen ziemlich guten. Diamantis zieht einen kleinen Dolch aus der Gürteltasche heraus, reicht den dir, einen langen Dolch. Gut gefertigt. Ja. Ganz niedlich. Aber, wenn wir gegen die Dämonen laufen, würde ich mir was Größeres besorgen, weil die sind harte Viecher. Ihr könnt mal alle eine Tierkundeprobe würfeln. Ist erschwert um 10. Allerdings zählt die Tier, nicht die Tierkunde, sondern die Spezialisierung Kulturkunde Aranien. Würde zählen. Maraskan? Maraskan zählt auch. Cool. Das ist nur um 7 erschwert. Schaffe ich trotzdem nicht. Also entfällt die Erschwernis? Nee, dann ist es nur noch eine plus 7. Okay. Ja, RIP. Aber mir ist sogar nah dran. Eine plus 7? Oder 10, wenn du nicht die Kulturkunde hast. 10, genau. Ach so, ja gut, dann probiere ich mal. Schauen wir doch mal so Wissenstalent, oder? Ja. Wollte schon immer mal fechten auf Nummer rausgetreten. Möchte jemand einen Schicksalspunkt benutzen? Irgendjemand, wo es knapp ist? Na, wenn dann aber mir, dann lohnt sich am meisten. Ich könnte die 16 neu würfeln. Naja, ich könnte auch die 16 neu würfeln. 3, 2, ja, mach ich. Das reicht. Das reicht. Aber mir, du wirst diesen Vogel nie vergessen. Über euch kreist mittlerweile, ist es Nacht geworden oder Abend geworden. Die Schwarzgeier sind verschwunden, aber über dir kreist ein Nachtwind. Diesen Vogel dort um Beutax, du solltest sicher Sicherheit bringen. Oh, ja. Ein Nachtwind. Sie hassen Magier. Ach ja, Ist das nicht der Vogel, der euch in vor 2 Jahren angefallen hat? In der Tat. Oh, das sind aber ganz garstige Viecher. Dann wäre es doch eine wunderbare Gelegenheit, von unserer Jägerin einmal einen Schuss zu sehen. Sie hat gesagt, sie ist wirklich gut mit der Armbrust. Nicht wahr? Oh, warte, dann machen wir einen Wettbewerb draus. Diamantes, komm mal her. Und wie heißt die Jägerin? Hyvalia. Hyvalia, komm mal her. Hyvilla, ja, ich komme. Ja, war doch nah dran. Oder Magistratin Marix. Aber ja, Raffi, meine Freude. Ja, dann steht mit dem bittersten aller Blicke daneben. Auf jeden Fall, seht ihr den Vogel da oben? Wie er schießt. Ja. Diamantes schießt und dann gucken wir mal, wer von euch wirklich gut ist. Kriegst du den Diamantes, oder? Aber natürlich, ich denke, das wird ein munterer Wettstreit. Ja, dann los! Schnell, bevor sie sich auf Abelmir und Boltax stürzen. Ja. Hier ist ihr früher Diamantes, als ich in eurem Alter war, da hätte ich so einen Vogel auch runtergeholt. Boltax, du kannst auf alle Fälle erkennen, dass du wohl von deutlichem Interesse bist und immer wieder diese ekelhaften Augen auf dir spüren kannst, wie er dich mustert. Aber mir wohl nicht.
Ja, die Abalone wird geladen, die an den Schultergurt geschnallt ist. Das dauert 30 Aktionen, also ein wenig. Gonner, wenn der Vogel runterkommt, dann haust du ihm eine. Das kann Gonner machen, wenn er trifft. Gut. Das Ziel ist ein bisschen größer als ein Rabe, aber nicht wolfsgroß, also eine plus 6. Die Entfernung ist natürlich abhängig von deiner Größenklasse. Ich würde sagen, aktuell bei 50 Schritt, sagen wir 55 Schritt. Ja, das... Das könnte für ihn noch plus minus 0 sein. Ich glaube, das ist sogar plus minus 0. Ich habe die gerade hier. Ja, das erste wäre dann sehr nah, danach kommt nah. Das wäre eine plus minus 0. Die Bewegung des Ziels. Es ist über euch kreisend eine, ich würde sagen, schnelle Bewegung. Eine plus 2. Dann sind wir bei aktuell einer plus 8. Dann das Sichtverhältnis. Wir haben Dämmerung. Es ist noch nicht Sternlicht oder Mondlicht, also Dämmerung ist eine plus 2. Es sei denn, du hast irgendwelche Vorteile, die das abbauen. Nein, dagegen nicht. Hast du Entfernungssinn? Ja, habe ich. Minus 2. Hast du Meisterschütze? Ja, warte. Entfernungssinn, nachtsichtig bist du nicht, einäugig bist du nicht. Du bist nicht farbenblind. Dann ist es ein Steilschuss nach oben. Das darf er ignorieren, weil er Meisterschütze ist. Okay, sonst wäre es eine plus 4. Wir haben keinen Seitenwind. Und ich muss gerade schauen. Ansonsten haben wir alles, ne? Es ist nicht nah, es ist tatsächlich eine weitere Größenkategorie. Also es ist Mittel plus 4. Genau, plus 4. Wie viel plus sind 6 dann? Plus 4 sind plus 10. Dann ist es eine schnelle Bewegung, ist eine plus 12. Und es ist Dämmerung, ist eine plus 14. Entfernungssinn sind wir wieder bei einer plus 12. Steilschuss nach oben ist egal. Kannst natürlich zielen, 4 Aktionen. Nö. Dann sind wir bei einer plus 12. Ja, die Abalone wird angelegt. Kurz gezielt, solange es eben üblich ist, also eigentlich gar nicht. Und der ist den Vogel vom Himmel geholt. 33? Ich schau mal, ich würde auch mit Hyvilla versuchen zu treffen, aber würfel mal eine Initiative mit Diamantes. Jo. Hat sie nicht eine kürzere Ladezeit? Ja, aber sie ist sportlich unterwegs und dementsprechend würde sie auf das vereinbarte Zeichen dann gleichzeitig versuchen zu schießen. Oh. Wobei Diamantas dann vielleicht mit einer höheren Initiative vor ihr den Schuss fängt. So, meine Inni ist nicht richtig eingetragen. Ich habe eine 16er Grund-Inni. Ja, 16. Dann hast du 4 mehr. Bist du bei einer 19. Sie hat irgendwie eine 1 gewürfelt, also ist deutlich unter dir. Du hast getroffen, dann kannst du Schaden machen. Ja, habe ich. Das sind 18 Schaden. 3W6 plus 8. 3W6 plus 8. Ja, der Nacht wird explodiert. Oh. Die Abalone wird vom der Schulter genommen, wieder um den Schultergurt gespannt und einmal zur Konkurrentin geschaut. Nun, ich hatte ihn auch getroffen, aber sie legt ihre Armbrust wieder beiseite, spannt sich auf den Rücken. Ich muss euch gratulieren, sie gibt dir die Hand. Nun, ihr müsst euch eben spurten, aber die Hand kriegt sie. Ich muss euch spurten? Na gut. Ich schieße auch schon eine Weile länger als ihr. Macht euch nichts draus. Nun, dann nächstes Mal werde ich nicht warten, bis ihr bereit seid, sondern direkt anfangen zu schießen. Das wäre doch nur fair. Gerecht. Sie würfelt mal ganz. Und sie wird ein bisschen rot und merkt sich das für später. Solltet ihr nicht mit dem Ding geladen durch die Gegend laufen? Ich meine, was passiert, wenn wir überfallen werden? Das könnte ich es ja. Tue ich nur auf dem Schiff nicht. Da die Bolzenvariante sehr schnell klemmt, wenn der Bolzen für längere Zeit drin hängt. Aber seht ihr so ein guter Bogen, der klemmt nie. Aber ihr lauft doch auch nicht mit einem gespannten Bogen durch die Welt. Und ich hatte mal einen. Und die ganze Zeit war er gespannt. Aber sicher. Ein Bogen trifft aber auch nicht auf 200 Schritt tödlich. Aber natürlich konnte er das. Ja, dann, wie häufig habt ihr die Sehne gewechselt?
Nee, es war ein Bogen von... Ach, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn gemacht hat. Wir haben ihn auf Maraskan bekommen. Und wie oft habt ihr geschossen? 4-5 Mal. 4-5 Mal mit so einem Bogen? 4-5 Mal auf echte Ziele, versteht sich. Das ist ja eine Verschwendung. Nun, es tut mir leid, dass die Ritterlichkeit es meistens gebietet, dem Feind ins Auge zu blicken, wenn man ihn umbringt. Aber ich werde dich sicherlich daran erinnern, wenn ich das nächste Mal mit einem Bogen schieße. Danke des Ratschlags. Beim nächsten Mal mit dem Bogen. Guckt misstrauisch und sehr skeptisch auf deine Hand. Nun aber, wie gesagt, der Schuss von Diamantes war hervorragend. Schade nur, dass es keine, außer den wenigen Federn, keine Andenken gibt. Das wäre mir nicht passiert. Man muss sich nicht an Schüsse erinnern. Es war wohl wirklich keine Meisterleistung. Nun, ich fand ihn tatsächlich ziemlich schnell, so wie er dort über uns gekreist ist. Oh, ich bin mir sicher, hätte ich den auch getroffen. Nun, aber er hat angesetzt. Hätten wir länger gewartet, hätte er zum Sturmflug angesetzt. Und auf diese Gelegenheit habe ich gewartet. Nun gut. Wie habt ihr den überhaupt gesehen im Fenster? Das war nicht das Problem. Das Problem war, die Entfernung auf Anhieb einzuschätzen. Das ist bei fliegenden Zielen meistens schwer. Nun gut. Aber mehr, wenn ich mich daran erinnere, waren wir noch nicht fertig. Ja. Denkt an die Fußarbeit. Links, links, rechts. Rechts, rechts, links und so weiter. Ja, dann stellt euch vor, der Boden wäre voller Marasken. Ihr müsstet ihn ausweichen. Das macht es schlimmer, nicht besser. Ihr müsst das Handgelenk ein wenig anwinkeln. Ja, genau so. Ja, so wird das. Also, aber mir seid ein viel netter Lehrer als mein Lehrer damals in Al-Anfa. Er wurde noch gar nicht ausgepeitscht. Nun, für gewöhnlich peitsche ich meine Freunde nicht aus. Ich glaube, die Peitschen sind auch auf dem Schiff geblieben. Ich dachte nicht, dass du eine brauchst, Safim, mit den Trollzackern. Ja, aber ich war leider nicht dabei. Ja, also, ich hab bestimmt irgendwo auch noch eine rumfliegen, so ist nicht, aber ich hab's jetzt auch nicht mitgenommen. Aber du machst auf jeden Fall Fortschritte, Jana. Das sieht schon viel besser aus. Ich weiß nicht. Es fühlt sich falsch an. Ach, ich werde das schon lernen. Das ist Gewöhnungssache. Ihr habt das euer Leben lang anders gemacht. Ich wünschte, ich hätte zumindest meine andere Hand, um ihm ins Gesicht hauen zu können. Nicht dir, aber mir nur generell. Ich weiß es nicht. Ach, lass kein Trübsal. Wir bekommen das schon hin. Naja, also ihr steht jetzt etwas defensiver als vorher, wenn ich mich das richtig einschätze, aber ansonsten... Was soll ich denn machen? Ich habe ja kaum Reichweite. Natürlich, aber mir säbel ist auch nicht viel länger, aber wenn du irgendwie um die Ecke kommst oder Gonnach mit seinem spielst, dann bin ich ja verloren. Ja, es ist schon richtig. Dann ist es auf Schnelligkeit. Ja, das klappt aber mir auch sehr gut. Also wenn du schnell unter der Deckung durchtauchst und dann mal einen guten Stich setzt. Nun, erst einmal muss ich aufhören, neuenthalben, das Ding zu verlieren. Und weiter. Angard. Ja, Rafim würde sich jetzt daneben stellen und ab und zu mal irgendeinen Kommentar reinbrüllen, der vielleicht wenig hilfreich, aber doch enthusiastisch ist. Riposte. So, ein schöner Treffer. Na, was macht ihr denn auch bloß? Aua! Ihr müsst den Arm wegziehen, wenn ich danach steche. Normalerweise nicht. Ja, offensichtlich, aber... Tut einfach so, als wäre es eine Maraske. Was hast du jetzt eigentlich die ganze Zeit mit Gemarasken, Boltax? Also wirklich. Wir haben vorhin doch eine gesehen und ich dachte mir, es motiviert ihn vielleicht, wenn wir etwas finden, was hier in der natürlichen Umgebung vorhanden ist, dann kann er sich besser in die Situation hineinversetzen. Wisst ihr, aus der Heiligen Insel benutzen sie Marasken als Geländeführer. Wirklich? Der spielt ja die Maraskaner. Das sind giftige Tiere. Es gibt auch einen Tanz, der irgendwie nach dieser Spinne benannt ist. War das Keller oder so? Die Maraske? Ich glaube, im Horasreich ist sie auch bekannt. Allerdings mehr unter dem fahrenden Volk. Man macht dabei solche Trippelschritte, nicht wahr? Ja, in der Tat. Es würde vielleicht Jalan helfen, wenn ihr ihm die Schritte zeigen würdet. Dann könnte er seine Fußarbeit etwas verbessern. Genau das war meine Überlegung. Deshalb habe ich sie so häufig erwähnt, Rafim.
Ja, Boltax, ich muss mich entschuldigen. Das war eine sehr gute Idee. Ich hab's noch nicht verstanden. Ja, ist überhaupt nicht schlimm. Wie ist also die berühmte horasische Fechtkunst, die einem Tanz gleichen soll? Maraskella? Die Maraske. Nun, ja. Nun, ich denke nicht, dass es einen Wert hat. Aber ich denke, einem Tanz sollten wir jetzt alle nicht abgeneigt sein. Ja, ich bin auch dabei, aber ich muss sagen, ich tanze mal lieber 2 Meter von euch weg. Ich habe zwei linke Füße. Also, nicht wirklich, aber das sagt man ja so. Und Diamantes, es ist doch sehr schade, dass eure Angetraute nicht hier ist. Nun, tanzt sie? Sie tanzt nicht in ihrem körperlichen Zustand entsprechend. Aber sie sagte mir, dass sie gerne mich gerne tanzen sehen würde. Und da dachte ich, vielleicht kann ich noch den einen oder anderen Schritt lernen. Ich bin sehr sicher, Zulamin hat auch dafür einige Vorschläge. Sehr gerne einen Schleiertanz von Diamantas sehen. Aber kommen wir zum Maraskella. Kennt euch doch in den Gebräuchen aus oder in den Künsten, Singen, Gedichte. Kennt ihr solche welche? Ja, sicher. Rascha scheint die ziemlich zu mögen. Vielleicht könnt ihr mir ein Gedicht mitteilen, das ich mir dann auswendig lernen kann. Oh, ihr müsst selber eines schreiben. Poesie kommt aus dem Herzen. Aber ja, ich bin kein Autor. Poesie kommt von Rondra. Also, ich schreibe Berichte. Ja, warte, ich kann euch helfen. Es muss sich am Ende immer nur reimen. Also Stein und Bein und... Vergiss deine Ratschläge. Aber wieso denn? Aber die Kommentare mögen seine Gedichte. Ja. Also ich fand Stein auf Bein jetzt gar nicht schlecht. Und Mut und Gut und Oh, Mut und Gut. Oh, da kann man doch was draus machen, Diamantis. Und Rot und Tod. Oh, das ist ein richtiges Kampfgedicht. Oh, Boltax. Und Pilz und Pilz. Bei Pilz reimt sich auf Pilz, ja. Ja, ihr wisst doch, Boltax, ihr wisst doch, warum ein Pilz im Wald steht. Und so soll sich das anhören? Weil die Tannen zapfen. Nein. Denkt mit eurem Herzen, erfüllt eure Seele mit Liebe und Zuneigung. Und die Worte werden von alleine fließen. Oh, ich weiß, wie es geht. Ihr müsst einfach an euren Bären denken. Ja, ich hab keinen Bären. Mein Bär, ich wünsch, du wärst her. Also, wenn das hier jetzt nicht so passt, dann passt ihr einfach euer Gedicht an. Ihr müsst bei stürmischem Wind auf den Zinnen einer Festung stehen und dann wird es euch schon kommen. Ja, das kriegen wir hin. Zulamin, vielleicht hast du ja eine Festung. Und stürmischen Wind. Wenn ich Glück habe. Und stürmischen Wind kann Abel mir machen. Ja. Und wir nehmen auch den Topmast, das geht sicherlich auch. Ja, seht ihr, Diamantes, da wir schreiben euch zusammen ein Gedicht oder fällt die Dame aus ihrem fetten Stuhl. Nun, sie bevorzugt eine Sänfte, aber... Es wäre nicht gut, wenn sie aus der Sänfte fällt. Wenn ihr mir dabei helft, das wäre super. Ja, natürlich. Ja, das kriegen wir hin. Ich schlage vor, ihr schreibt erst einmal... Und wir helfen euch bei der Überarbeitung. Beim an den Formulierungen fallen, ihr wisst. Dann kommt es von Herzen und bekommt dann noch den gewissen Feinschliff. Das klingt doch sehr, sehr schön. Nun, ich werde schauen, wann ich die Zeit dazu finde. Erst einmal muss ich nach dem Ganzen hier dafür sorgen, dass unsere Schutzmannschaft auf Trab ist. Ich weiß nicht, ob sie das... gut hinkriegen könnten, die Geschütze jetzt schon zu bedienen. Ach, der Hasswolf wird die schon gerade, glaube ich, antreiben. Es war unfreundlich, wie... Nein, Jalan sagt nichts. Er ist ja sehr unfreundlich, aber bestimmt sehr fähig. Besser. Ich habe ihn nicht mein Arschloch genannt. Ich habe nie abgestritten, dass er ein absolutes Arschloch ist. Ja, aber ich dachte, wir sind jetzt nett zueinander, damit ihr euch nicht so aufregen müsst. Das Ziel könnte nicht mein einäugiger Zwerg verfehlen. Es ist riesig. Was heißt denn ein einäugiger Zwerg? Wir Zwerge sind sehr gute Geschützmeister. Ja, aber
Oh, ein Auge, das ist schon ein sehr großer Nachteil, vor allem auf so eine Entfernung. Ja, aber selbst mit einem Auge schießt ein Zwerg noch besser als ein... Was beweisen wir? Ich habe Schützen mit einem Auge gesehen, die schießen gut auf Entfernung, nur die kurze Entfernung macht sie. Nun, wie auch immer, das Ziel ist sehr groß. Sie können es fast nicht verfehlen. Ich habe damals, als ich noch geschossen habe, auch immer gut getroffen mit einem Auge. Und daher, Boltax, solltest du dir keine Sorgen machen. Er hat mal ein Auge? Oh, jetzt mach doch das Fass nicht schon wieder auf. Er hat zwei Augen. Ja, aber ich habe die Formulierung nicht verstanden, so wie er das eben gesagt hat. Ja, er hat eine Augenklappe getragen. Sagen wir einfach, die Götter sind gnädig und ihre Werke sind groß. Ja. Sagen wir das einfach. Okay, aber also ich hatte Steckbriefe von euch in Berikum gesehen und die zeichnen euch tatsächlich mit einer Augenklappe. Nun, ihr solltet doch gerade wissen, dass man nicht alles glauben sollte, was in Berikum so umgeht. Okay, was wollt ihr damit sagen? Nun, entweder glaubt ihr, dass wir miese, fiese Piraten sind, die den Göttern und allen guten Gesetzen spotten und seid entsprechend trotzdem in unseren Diensten, oder ihr glaubt, dass dies reiner Humbug ist. Nein, das habe ich nie gesagt. Und müsst entsprechend zugeben, dass nicht alles, was man sich in Perikum erzählt, der Wahrheit ist. Ich habe die Berichte aus der Admiralität gelesen und euch wird vorgeworfen, dass ihr eine Dämonenarche gekapert habt und nicht auf die Befehle der Admiralität der Perlenmeer See gehört habt. Und das sind Fakten. Oh nein, das mag man jetzt anders hören und sehen. Das ist definitiv wahr. Und das ist 100% so passiert. Ja, und daher habe ich auch nicht angenommen, dass die Steckbriefe falsch sind. Also, ich kämpfe mit meiner Familie gerne dafür, dass dieser Gesuch aufgehoben wird, aber ihr solltet nicht abstreiten, dass ihr diese Untat begangen habt. Oh, das haben wir nie. Es ist keine Untat, aber das haben wir nie. Moment, das hat sich in Perikum zugetragen und ihr seid in Perikum gesucht, aber haben wir nicht auf Corvinstein den Grafen von Perikum gerettet? Er ist der Markgraf der Markgrafschaft Perikum. Die Stadt Perikum gehört nicht zur selbigen Markgrafschaft, sondern untersteht nominell dem Bürgermeister und zu Teilen der Kirche, Mensch, praktisch gesehen, aber der Admiralität. Es geht auch nicht darum, dass Perikum selbst sucht, sondern vor allem die Admiralität. Also der Kriegshafen und sämtliche Schiffe, die uns noch gehören. Das sind zwar wenige, aber ganz generell seid ihr gesucht im gesamten Perlenmeer. Nun, der einzige Admiral, den ich bis jetzt gesehen habe, ist Rateral Sanin der XII. Und zudem hat man dort ja seine eigenen Ansichten. Ja, offiziell ist er ein Verräter. Warum seid ihr gleich nochmal hier? Abenteuer. Genau. Abenteuer. Jalan, wenn du möchtest, rede ich mal für dich mit der Admiralität. Nein. Ich meine, danke für das Angebot, aber nein. Danke. Aber was soll denn im schlimmsten Fall passieren? Sie können dich ja nicht mehr als suchen. Also, am Ende stehen wir schlimmstenfalls unter Reichsacht. Zudem, ihr fragtet, warum ich mich euch angeschlossen habe, das liegt einfach ganz und gar daran, dass ihr Helden seid. Ihr habt den schwarzen Drachen getötet, ihr habt, wenn man den Berichten glauben darf, wohl auch Gaius Cordovan Eslam Galotta umgebracht und Xeran auch vor kurzem. Aber deswegen darf ich doch trotzdem weiterhin eine schlechte Meinung über den Reichsverräter haben.